Mythen, Legenden und Sagen. Der Harz ist voll von wunderbaren und wundersamen Orten und Geschichten. Sie erzählen von Zwergen, Helden und Hexen, immer wieder aber auch vom Teufel. Ein besonders mystischer Ort ist die sagenumwobene Teufelsmauer. Von Blankenburg bis hin nach Ballenstedt erhebt sich eine merkwürdige Felsformation. Die unheimlich schönen Gesteinswände regen bei einer Wanderung nicht selten die Fantasie an. Es bleibt dabei die Frage, wo zum Teufel kommt die Teufelsmauer eigentlich her? Gott und der Teufel einigten sich einst, ihre Herrschaftsgebiete im Harz zu trennen. Gott entschied sich für das fruchtbare Flachland, der Teufel für die erzhaltige Bergwelt. Bedingung war, dass der Teufel binnen einer Nacht eine Mauer um sein Gebiet errichtet. Als eine Bäuerin auf dem Weg zum Markt mit ihrem Hahn stolperte und dieser daraufhin krähte, dachte der Teufel, die Nacht sei vorüber, ohne dass sein Bauwerk vollendet ist. Vor lauter Wut zerstörte er die Mauer. Die Überreste dieses Wutausbruchs sind bis heute erhalten und als Teufelsmauer bekannt.